Die nun folgende geführte Meditation bezieht sich auf die Achtsamkeit auf den Atem. Und bevor wir damit beginnen, lenken wir unsere Achtsamkeit auf eine korrekte Körperhaltung und die damit verbundene Geisteshaltung. Ich atme ein und weiß, ich habe Gelegenheit zu meditieren. Ich atme aus und bin glücklich zu meditieren. Unsere Haltung sollte entspannt, angenehm und ausgeglichen sein und uns ein Gefühl vermitteln, in Würde und Offenheit zu sitzen. Ob wir nun auf einem Stuhl, einem Bänkchen oder Kissen sitzen, sollte der Rücken völlig gerade und die Wirbelsäule wie ein Pfeil gestreckt sein. Dazu wird der obere Teil des Brustkorbes etwas zurückgezogen, während das Becken leicht nach vorne gekippt ist. Das hebt und dehnt den Oberkörper, wodurch der Druck auf die inneren Organe im Bauchraum, wie Leber, Darm und Nieren, verringert wird. Bei geradem Rücken können die subtilen Energien frei zirkulieren und der Geist wird klar. Der Kopf sollte in Verlängerung der Wirbelsäule aufrecht gehalten werden. Dabei ist das Kinn in der Horizontalen etwas zurückgezogen und drückt dadurch leicht auf den Kehlkopf. Der Nacken wird somit leicht gestreckt. Nun heben wir den Brustkorb leicht an. Weiten die Schultern und nehmen sie leicht nach hinten. Die Arme sind entspannt und die Hände liegen entweder auf den Oberschenkeln oder zusammengelegt im Schoß. Das Gesicht ist ebenfalls entspannt, vor allen Dingen Stirn- und Mundpartie, so dass wir ein Halblächeln entstehen lassen können. Die Augen sollen entweder halb geöffnet und der Blick nach unten gerichtet oder geschlossen sein. Wenn wir auf einem Stuhl sitzen, haben unsere Füße einen festen Kontakt zur Unterlage. Im Schneidersitz, in der vollen oder halben Lotushaltung, berühren jeweils Unterschenkel und Knie die Unterlage. Diese Haltung gibt uns ein Gefühl von Stabilität und Geerdetsein. So vorbereitet, lenken wir nun unsere Achtsamkeit auf die drei Klänge der Glocke.
In dieser aufrechten Haltung nehmen wir uns etwas Zeit, uns in die Meditation hineinzufinden. Zunächst lenken wir unsere Achtsamkeit auf die Außengeräusche, nehmen sie ganz bewusst wahr. Langsam lassen wir sie los und nehmen Kontakt mit der Energie des Raumes auf, in dem wir uns befinden. Wir spüren den Kontakt mit der Unterlage, spüren den Kontakt der Kleidung mit der Haut, für die nächsten ca. 20 Minuten geben wir uns die Erlaubnis, ganz bei uns zu sein. Es ist für alles gesorgt. Niemand wird uns stören. Nichts wird von uns verlangt. So können wir ganz beruhigt alle gedanklichen Aktivitäten loslassen, wie Wünsche, Pläne, Gedanken an Unerledigtes, Erinnerungen, Befürchtungen, Widerstände und Sorgen. Wir lassen alles Haften los, ebenso alles ablehnen und verweilen in Gleichmut. Wir erlauben unserem Geist, sich zu entspannen und sich in seinem natürlichen Zustand niederzulassen. Nun bringen wir unser Gewahrsein wieder auf den Atem. Wir verfolgen dessen stetes, natürliches Ein- und Ausströmen, ohne ihn in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Wir setzen weder Körper noch Geist unter Druck, sondern bleiben vollkommen entspannt und sind einfach des Ein- und Ausströmen des Atems gewahr, ohne anderen Gedanken zu folgen. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Wenn ein Gedanke auftaucht, kommen wir ganz sanft und liebevoll zu unserem Gewahrsein des Atems zurück, ohne dies zu bewerten oder zu beurteilen. Und wenn wieder Gedanken aufkommen, packen wir sie in eine Wolke und lassen sie einfach weiterziehen.
In wenigen Augenblicken werden wir wieder dem Klang der Glocke lauschen und sie mit unserem Atem begleiten. Und zwar zu Beginn, in der Mitte und zu Ende. Ganz wach, ganz achtsam, ganz gegenwärtig.